skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. Ein wunderschönes Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Ja Leute, wir haben heute den zweiten Weihnachtstag. Und was ich jetzt eigentlich ganz vergessen hatte, ich hoffe ihr habt einen schönen Heiligabend gehabt. Ihr hattet einen schönen ersten Weihnachtstag. Hattet natürlich auch heute einen schönen Tag. Auch wir werden heute wieder die Geschenke rollen lassen. Aber ich möchte vorher noch eine andere Fahrt machen. Habe ich mir überlegt. Da ich jetzt nicht zurück nach Prag möchte, weil ich würde jetzt sonst von Linz nach Prag zurückfahren, möchte ich ja nicht. Wir fahren heute von Prag nach Graz und hoffen, dass wir von Graz aus irgendwie dann nach Klagenfurt am Wörthersee fahren können. Oder vielleicht nach Wien oder so. Ja. Heißt, wir fahren heute erstmal einen Kraftstofftank, 10 Tonnen schwer. Und dann schauen wir weiter. Ich hoffe, heute auch mal so ein bisschen besser als letztes Mal, das war ja wirklich Katastrophe, ne? Lass uns loslegen. Jawohl, Helga. So, Licht können wir natürlich ausmachen. So, ich wollte noch was gucken. Ich mach, glaube ich, jetzt wieder den Karl wieder an. Audio. Ich werde mal so ein bisschen wechseln jetzt jedes Mal. Signal? Was ist ein Signal? Ich mal kurz gucken. Kam jetzt nichts, okay. Würde mich immer interessieren, was jetzt gleich kommt. So. Biege nach rechts ab. Ach, vielleicht bei... Biege nach links ab. Vielleicht einfach ein Signal bei zu hoher Geschwindigkeit oder so. Das ist viel cooler. Das behalten wir drin. Ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja gut. Biege nach rechts ab. Ich würde sagen, wir haben gerade unsere erste Strafzettel von der Polizei direkt bekommen. Es ist vorbei. Nein, Karl, wie vorbei. Ich dachte, wir mögen uns. Wo ist es hier? Nach Graz. So. Fahrrad zum Verladebereich. Ja, ne? Genau. Den nehmen wir uns. Los. So, auf nach Graz. Guck auch nur bei der Ausfahrt am Anfang, damit ich halt weiß, wo ich dann rauskomme. Biege nach links ab. Habe ich jetzt auch gesehen. Tagger wird mich ärgern. Das wird schon, glaube ich, ganz spannend. Vor allem, wenn ein LKW vor uns fährt. Wir benehmen uns auch so ein bisschen.
Ja, Weihnachtstag ist aber drum. Also morgen. Dann geht's schon wieder Richtung Silvester. Und auch da, sag ich jetzt mal so, gibt es zu 70% wieder, muss ich mal so nebenbei sagen, einen Stream von mir. So wie letztes Jahr. Schönes neue Jahr rein. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Also wieder zu 70%. Ich stelle nicht ganz fest. Biege nach rechts ab. Da wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen, ich denke mal ein bisschen Minecraft gespielt. Kann vielleicht wieder was Schönes vorbereiten und ich bereite es vorher vor, mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es lustig. Da geht es wieder zwischen Lille von mir gut voran. Sagen wir es mal so. So. Geben wir ein bisschen Gas heute. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jawohl. Richtung Salzburg. Biege nach rechts ab. La la la. Und da wird natürlich kein World of Truck, also kein externer Auftrag fahren. Ich kann heute sogar ein bisschen mehr Gas geben noch. Als sonst. Oh, ich sehe wirklich gar nichts mit der Sonne, ne? Man sieht ja gar nichts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Ich bin dabei. Bin doch dabei, Mensch. Nimm die Ausfahrt rechts. Das ist Cabrio. Und jetzt? Also sich hier rechts muss, hat er mir nicht gesagt. Ja. Mal gucken, ob wir dann vielleicht eine schönere Fahrt kriegen von Graz aus. Bin allgemein auch sehr gespannt, wie das denn alles noch wird, weil die Landschaft sieht halt wirklich schon in den Städten viel, viel schöner aus als damals. Mal gucken, wie das jetzt alles nach und nach wird. Und vieles kenne ich auch noch gar nicht. Halt aufgrund von den ganzen DLCs, die ich jetzt noch dazu geholt habe. Die ich vorher halt noch nicht hatte und so, ne? Deswegen. Ja, ich fahre schon 120 gleich und der fährt trotzdem vorbei. Läuft bei ihm. Der hat Bock. Also gleich hier meine Tachonadel nicht weiter. Aber Alter. Ohne Witz, ne? Ohne Witz, wie cool ist das denn hier gemacht? Mega gut. Mega gut. Hier darf man noch 100 fahren. Bin ich mal ganz gütigerweise vom Gas gegangen.
Dürfen wir hier auch noch lang fahren? Ich glaube schon, ne? Wird schon okay sein. Acht Euro, Leute. Teuer. Teuer. Ich weiß gar nicht, was ich gerade fahren darf. Da war eigentlich ein Zeichen für die Aufhebung. Aber Ronja hat das erlaubt. Badam, badam, bam, 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 bam. Ronja hat 30 sogar. Boah, kaum fange ich jetzt an zu fahren. Kennt man ja, Stimme ist fuck, ne? Ja. Und Gas geben. Dann schaffen wir sogar noch eine zweite Fahrt. Mensch. Cool. Alter, was für ein LKW ist das denn? Da sind Tiere drin. Ja. Eieiei. Hier ist ein Verkehr heute. €20 Maut. Ja, aber sonst geht's doch, ne? War so cool, komm mal. Sieht so gut aus, ne? Das sieht einfach so gut aus. Ich kann echt jedem nur empfehlen, dieses Spiel selber zu spielen. Weil dieses Feeling zwischen das sich vielleicht angucken und selber spielen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das sind echt zwei ganz, ganz verschiedene Dinge, das ist mega krass. Die armen Kühe. Nicht zu schnell fahren, sonst meckert Navi. So. Ja, so spät? Krass, ja. So, nach Graz. Links. Links halten und dann links abbiegen. Links abbiegen sogar, Mensch. Biege nach links ab.
Vielen Dank. Easy, Vorwort bekommen. Geilo. So will ich das haben. Oh, was ist hier für ein Verkehr? Erster Aufenthalt in Graz. Apropos Graz. Haben wir hier irgendwelche Fragezeichen? Zwei sogar. Da lang. Da lang. Auf geht's. Auf geht's. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wo kommen die Fucking oder echt gut? Relativ schnell, ne? So. Soll ich zu schnell fahren? Yo. Vorsicht, mein Junge. Immer geradeaus. Würde ich ja gerne, aber es gibt ja so gewisse Straßenverkehrsregeln, die sagen, nö, warte mal bitte ab jetzt. Ne? Aber wenn ich gerade halte, dann geht los. Er hat nicht geblinkt. Komischer Typ. Immer geradeaus. Hier ist eine Sache. Die wollte ich haben, sorry. Lol. Eiskalt. Ich muss eiskalt mal so weit reinfahren, damit ich das kriege, wirklich? Alter. Das war natürlich alles geplant, aber na gut. Kann ja mal passieren, ne? Jeder macht mal Fehler. Ein LKW-Fahrer fahren noch nicht immer gut. Oh, ein Volvo-Händler. Cool. Das ist Schnieke. Demnächst links abbiegen. No, biege nach links ab. Ernsthaft? Hinne kommen, wird hier grün. Ah, mein Junge, Kaffee wird kalt hier. Geht doch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und die nächste Rotampel, euer Ernst. Biege nach rechts ab. So. Wo müssen wir jetzt hin? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Aha, wir sind da. Das war aber gut.
Die Fahrt ging ja noch. Warte mal, am Ende. Ja, geschafft. Ging auch recht schnell, Mensch. So, ich würde mal gucken, welche externen Aufträge jetzt. Nach Salzburg. Das ist gut, da waren wir noch nicht. Das habe ich mir erhofft. Auftrag ausführen. Ja. Und so kommen wir weiter unseren Weg und Weg und Weg und Weg. Geilo. Okay. Los. Der Trailer steht auch schon dahin. Fahrt vorsichtig. Immer. Erstmal rechts. Biege nach rechts ab. Jawohl. Das sind die Last-Minute-Geschenke. Die kommen ein bisschen später, weil, naja, beim Weihnachtsmann, es gibt halt Santa Prime, ne? Und wenn Santa Prime, wenn du das nicht hast, hast du verkackt. Dann hast du richtig verkackt. Badabam, badam, bam, bam. Geh doch. Geh doch. Was hier schon wieder rot ist, das ignoriere ich mal, ja? Meine roten Ampeln sind selten. Da geht das schon. So. Jetzt können wir uns sicher sein, mehr als 90 können wir eh nicht fahren. Das heißt, in den meisten Fällen fahren wir eh nicht zu schnell. Geht gar nicht. Das ist nicht dein Ernst. Das meinst du doch nicht ernst. Alter. Da ist die Folge vorbei, bevor wir aus Graz raus sind. Mann, Mann, Mann. Apropos, man könnte mal kurz gucken. So, den Weg kennen wir schon. Sind wir gerade eben auch schon gefahren. Hier fahren wir dann da lang. Da lang, da lang, da lang. Und wollen wir erst dahin. So. So rum fahren wir diesmal. Und unsere erste Rast machen wir dann gleich. Also die Folge ist dann genau hier an der Mautstelle zu Ende. Also nach der Maut, direkt auf dem Parkplatz. Fertig zum Losfahren. Und dann passt das schon für heute. Man muss ja auch als LKW-Fahrer mal Pause machen, ne? Müssen ja eh bald Pause machen. Mal ganz davon abgesehen. Ach ja. Stadtverkehr. Hey, warum denn? Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Jawohl. Ausfahrt rechts nehmen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
So. Auf, auf. Oh, wieder, wieder fahren wir wieder durch die schönen Bergtäler, ne? Mega cool. So viel weiter kommen wir jetzt eh nicht mehr. Das war's. Also diesmal wird ein Gruppe überholen oder so, wird gar nichts. Zumindest nicht viel. Badam. Ja, ein bisschen Musik oder Filme machen wir ganz geil. Ich weiß. Alles gut, Mensch. Fahren wir ab. So. LKW sind wirklich nur die eine Seite, ne? Ja. Tatsächlich, es ist nur die eine Seite. Krass. So. Alles klar. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt wieder Quer durch Österreich. Die Geschenke rollen. Auch Chuck Schmidt 2. Haut rein.